Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Heute Abend melden wir uns aus einem verschneiten Stadion, liebe Zuschauer, und damit herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Klingt nach richtig interessantem Fußball. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Ja, er macht ja im Moment in der Liga, was er will. Ja, vor dem Tor, zack, ist das Ding drin. Da kann ihn keiner stoppen. Verantwortlich dafür natürlich auch dieses blinde Verständnis mit den Nebenleuten. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sie wählen ein konventionelles 4-4-2. Dürfte von Ihrer Seite also ein ziemlich offensives Spiel werden. Also auf dem Papier. Wir gucken, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Und los geht's. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Und ich sag's mal so, gegen eine derart konterstarke Mannschaft, wie es die Gäste ja sind, unstrittig, da musst du dir erstmal was einfallen lassen. Ja, und ich bin mal gespannt. Ich glaube, die setzen auch heute wieder auf ihre schnellen Gegenstöße. Das ist einfach ihre Spezialität. Heute soll ein positives Resultat her, nachdem man zuletzt auswärts eine Niederlage hinnehmen musste. Ich denke, Sie haben aus dieser 1:2... Ganz alleine! So, geht ja gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. So ist dieses Tor gefallen. Wir sehen die Flanke und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Hefsev. Sie holen sich den Ball. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Die Gelegenheit für die Flanke. Gebt Ecke, gut geklärt. So, Buschi, was sagst du zu dem Wetter? Bist du gut genug angezogen? Optimale Bedingungen sehen anders aus. Ja, aber der Schnee könnte dem Spiel ja auch eine ganz andere, interessante Note verleihen. Zumindest solange es nicht so schlimm wird, dass der Platz überhaupt nicht mehr bespielbar ist. Jetzt die Ecke. Da hätte mehr draus werden können. Sah gut aus. Da ist das Tor. Ja, und der Ausgangspunkt war dieses frühe Stören, dieses extreme Vorchecking. Da haben sie mal wieder gezeigt, wie gut sie das drauf haben. Tja, sie können zunächst klären. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Aber das ist nicht konsequent genug. Und dann fällt fast als logische Konsequenz doch der Treffer. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1:1. Die Tabellenführung beflügelt sie nochmal zusätzlich. Sie zeigen tollen Fußball und stehen vollkommen zurecht da oben.
Da kann ich dir nur zustimmen, Wolf. Eine tolle Saison, da macht es Spaß zuzuschauen. Sie haben Platz. Und die Möglichkeit. Gute Aktion, Spiel raus. Wird Ecke geben. Jetzt der Eckball. Gute Parade. Wenn er da so hingeht, hält er ihn natürlich nicht auf. Erstmal geklärt. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ball kommt in die Mitte. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Der Geschäftsstelle melden. Vielen Dank. Chance zur Führung. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Jetzt macht er ein Eigentor und jetzt müssen ihn die Mitspieler erstmal aufrichten. Und hier nochmal das unglückliche Eigentor. Ah, das ist natürlich bitter, aber das kann eben passieren. Hier nochmal dieser Treffer. Eigentore sind immer ein bisschen kurios. Dieses hier auch. Auf Außen ist Platz. Sie bekommen den Einwurf. Abwehr hat aufgepasst. Ganz stark abgeblockt. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Der muss doch drin sein. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. ...3-1 heißt es also jetzt. Hilal El Helve. Da trennt er ihn vom Ball. Ja, schwacher Ball hier. Ja, da ist Platz jetzt. Chance zum Anschlusstreffer. Sehr gut gemacht, die Gefahr ist vorbei. In den freien Raum. Und Ballverlust. Macht er gut.
Gefährlich jetzt. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Hilal El Helwe. Ah, sie verlieren den Ball. Oh, viel Platz jetzt. Ist es das? Sie machen das Tor. 5-1 jetzt also der Spielstand. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Klasse Chance jetzt. Diesmal hat es also nicht geklappt. Aber er bleibt dran. Alles wieder weg. Der Spielstand überrascht schon ein klein wenig. Aber jetzt ist erstmal Pause. Da sehen wir das gute Spiel bislang von ihm. Ja, der macht das. Und los geht's. Durchgang 2 läuft. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da ist die Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Unaufhaltsam. Flanke kommt ganz weit. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Ganz sicher. Auch dieser Ball kommt an. Hilal El Helwe. Den Ball spielt er raus. Hereingabe in die Mitte. Ah, er kann klären. Sevilla hat einen Transfer vermeldet. Einen Wunschspieler. Da hat sich ein Mann diesem Club angeschlossen. Oh, da ist er durch. Ball kommt. Der Ball ist drin. Da sehen wir es nochmal. Das ist zu nachlässig von der Abwehr. Zwei Leute gehen auf den Torhüter zu. Ja, der ist chancenlos. Hier nochmal dieser Treffer.
So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. 6-1, das ist schon eine richtige Abreibung. Die Nummer 7. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Gute Chance. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Grätsche bleibt erfolglos. Super gelöst. Es geht weiter. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ganz energischer Einsatz. Auf Außen ist Platz. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Ecke kommt rein. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. FC. Schöner Steilpass. Was macht er draus? Gelb hat er schon. Holt er sich die Gelb-Rote jetzt ab. Und jetzt darf er sich aber gar nichts mehr erlauben. Ja, das war hier schon ganz, ganz eng. Und er ist dumm, dass er da so reingeht, obwohl er verwarnt ist. Ah, da geht der Ball doch noch vorbei. Das sah so aus, als würde der reingehen. Tolle Szene. Das war ganz knapp. Ein richtig gut geschossener Freistoß. Und da sieht man deutliche Erleichterung in einigen Gesichtern. Da fehlte wirklich nicht viel. Ein berechtigter Freistoß. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Den Ball kann er klären. Rama. Sie müssen aufpassen. Der Angriff könnte was werden. Das ist noch gefährlich. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust.
Sie kommen über den Flügel. Und da ist der Ball wieder weg. Da nimmt er ihn den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Gute Chance für eine Flanke. Tolle Möglichkeit, aber sehr, sehr gut gehalten. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Jetzt ist der Platz da. Gefährlich, immer noch. Was für eine Parade. Riesenszene, ganz stark gemacht. So kennen wir ihn. Erst die Glanzparade und jetzt hat er den Ball. Und Sie wissen natürlich, was Sie an ihm haben. Er verhindert das Tor, ist eine klasse Szene. Also, er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Die Riesenchance. Elfmeter, ganz klar. Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war mindestens gelb. Und jetzt werden sie wechseln. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Diesen Elfmeter lassen Sie sich nicht nehmen. Also wenn der zum Elfmeter anläuft, dann spürt man die Selbstsicherheit. Der kennt keine Zweifel, Angst sowieso nicht. Macht das Ding einfach rein. Wirklich torreich, wie es heute zugeht. 6:2. Viel bringt Ihnen dieser Ehrentreffer natürlich nicht mehr, aber immerhin, das Ergebnis sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, Wolf, das ist ein schwacher Trost für die Fans, aber ganz ehrlich, heute war nicht mehr drin. Es gibt Einwurf. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Den Ball holt er, gut verteidigt. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Schöner Steilpass. Was macht er draus? Einfacher Ball hier für den Torwart. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Da hat er die Chance. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Zur Ecke abgewehrt. Ecke kommt in den 16er. Ja, sie können erstmal klären. Er kann es machen. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Schlusspfiff, nun steht es fest, Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.